KinoCast. So, was haben wir denn heute hier? Wollen wir anfangen? Also. Ja, sehr gerne, bevor wir hier noch mehr Porno-Gelaber haben. Ja, das haben jetzt die Zuhörer gar nicht gehört. Hallo, herzlich zum Porno-Cast. Oh Moment, ich schenke mir noch schnell ein Wasser ein. Herzlich willkommen hier zur neuen Sendung Nummer, was weiß ich, 704 oder so sind wir schon. Krass, ey. Ja, hallo Chris. Also jetzt trinkst du gerade. Nein, ich trinke noch nicht. Ja. Ich schenke mir noch schnell ein Wasser ein, dann moderierst du plötzlich an. So, ich hoffe, man hat es jetzt nicht gehört. Einen wunderschönen guten Tag hier zum Pornocast, zum Kinocast. Guten Tag und guten Morgen. Oder je nachdem, wann ihr uns hier hört, ja. Mein Name ist Erik. Hallo und herzlich willkommen hier. Und Kate ist immer noch krank. Gute Besserung von unserer Seite aus. Und der Chris hat jetzt mal kurz Zeit seine Pflegetätigkeit mal abgegeben, um hier mit aufzunehmen. Ja, wir haben tatsächlich mal einen richtig top aktuellen Film in der Sneak Preview gehabt, nämlich Moonfall. Oh, come on. So. Außerdem haben wir noch mitgebracht alles rausgehauen hier. Ein Screener-Link, den wir bekommen hatten zum Anschauen. Eine Ubisoft-Filmproduktion basierend auf einem Spiel, einem Virtual-Reality-Spiel. Und zwar heißt der Film Werewolves Within. Und dann habe ich noch einen Film geschaut, den ich schon vor längerer Zeit mal anschauen wollte. The Tax Collector, was jetzt klingt wie so ein Buchhalter, langweiliger Buchhalterfilm, das ist ganz anders, das ist sehr viel Action und so. Wir sprechen über den neuen Trailer von Jurassic World Domination, wie ist der im Deutschen? Endgame? Nee, irgendwie so ähnlich, ne? Das letzte Kapitel oder so ähnlich. Endgame. Jurassic World Endgame. Naja, kann ja sein, dass die auch auf die... Dinosaurs Assemble. Ja, Serien. Ich glaube, wir reden mal über das Staffelfinale von The Book of Boba Fett, dann mit Spoilerwarnung natürlich. Ja. Und über Robert Rodriguez. Ich habe eine Serie mitgebracht, die wahrscheinlich genauso wie ich keiner vorher kannte. Die heißt Vigil, Tod auf hoher See. Und ja, was jetzt klingt wie so ein Piratenabenteuer, ist doch ein bisschen mit Agenten und mit sonst was allem. Hört da auf jeden Fall mal rein, weil mir hat es sehr gut gefallen. Und wir machen mal eine Auswertung zum Sneakfilm des Jahres, mal so einen kleinen Zwischenstand geben wir mal, was da so bis jetzt auf den vorderen Plätzen ist und mal gucken, was uns noch so einfällt. Beginnen wir mal mit Moonfall, würde ich sagen. Der neue Film von Roland Emmerich. Chuck Bubu mit Sabine Lamer. Und unserem schwäbischen Spielberg. Und das hat irgendwie gar nicht so richtig zu dem Tipp gepasst, zumindest nicht in meinem Verständnis. Letzten Endes hat es ja dann doch Sinn gemacht mit irgendwie dunkle Wolken oder so ähnlich. Oder nee, die Sonne scheint keine, nicht. Man hat gerade die Sonne noch geschienen, da war die ganze Zeit der Mond davor. Scheint keine Sonne, ja. Und ja, Roland Emmerich hat hier diverse Quellen angezapft, um den Film produzieren zu können, weil keiner mehr so richtig dran geglaubt hat, dass sowas vielleicht jetzt noch in der heutigen Zeit Erfolg hat. Und man sieht ja auch, dass die großen Filmstudios haben durchaus auch ihre Pressemaschinerie laufen lassen, um jetzt die Presse ist eigentlich einhellig der Meinung, dass der Film nichts taugt. Ne? Also wenn man das so schaut, so Filmkritiker und. Schön, dass ich da lachen muss, aber das ist schon. Ja. Nachdem ich den Film gesehen habe, bin ich da ein bisschen tiefer eingestiegen in diese Filmkritiken. Und habe dann festgestellt, dass bei dem, was manche so geschrieben haben, habe ich mir gedacht, nee, die haben den Film eigentlich nicht gesehen. So, weil da waren Sachen beschrieben, wo ich gedacht habe, nee, dass der oder diejenige, die Kritik geschrieben hat, kann den Film nicht gesehen haben. Deswegen habe ich dann auch relativ schnell, nachdem ich den Film gesehen hatte und diese Kritiken mal ein bisschen eingetaucht bin, habe ich dann auch mal mein Statement geschrieben auf Twitter und Facebook, dass ich den nämlich eigentlich ganz cool fand und dass das für mich so ein typischer Kinofilm ist. Worum geht's denn? Ist ein Verschwörungstheoretiker entdeckt, dass der Mond so ein bisschen leicht seine Umlaufbahn ändert um die Erde. Ist nicht mehr so konstant und... Dr. Hausmann. Ja, du hast die Namen parat. Das, ja. Das ist sehr, sehr gut. Vorbereitet. Casey Hausman, gespielt von John Bradley.
Und der entdeckt das halt, dass quasi so ein bisschen so eine leichte Spiralform, also er wird sich wahrscheinlich dann immer näher annähern der Erde und wie das bei einer Spirale so ist, dann gegen Ende wird es dann halt immer schneller und ja, der Mond hat ja natürlich eine gewaltige Auswirkung auf das Leben auf der Erde. Man denke nur an die Gezeiten oder an Luftströmungen, Meeresströmungen und so weiter, was alles mit vom Mond beeinflusst wird. Und es gibt ja auch so Experimente, wo man sagt, was wäre, wenn der Mond eine größere Anziehungskraft hätte oder wenn er näher stehen würde und so weiter, was dann mit der Erde passieren würde. Also es ist ein ganz wichtiges Element und wenn da schon das kleinste bisschen aus dem Gleichgewicht gerät, dann sieht es sehr schlimm aus und das passiert nämlich dann auch in diesem Film. Und es ist ja, wie es immer so ist, es werden dann verschiedene Rettungsversuche gestartet, wie es immer bei Emmerich-Filmen so ist, muss man ja sagen. Er hat sich das ja auch so ein bisschen bei Spielberg abgeschaut, dass er auch immer so Familienleben porträtiert, die dann mit der Katastrophe irgendwie umgehen müssen. Was bei Independence Day unser Fresh Prince war, der da irgendwie mit seinen, dann dahin musste und mit retten musste und hatte ja eine Frau und Kind und so weiter und die Familie vom Präsidenten, die sich dann irgendwie durchschlagen mussten. Und so ähnlich ist es halt hier auch. Es gibt da so Familien, die mitgezeigt werden und die müssen dann halt versuchen, mit dieser Katastrophe irgendwie klarzukommen. Letzten Endes gibt es dann noch Halle Berry und Patrick Wilson, alias Jacinda Fowler und Brian Harper. Patrick Wilson war bei diversen Weltraummissionen. Er war ein bekannter Astronaut und ist dann aber in Ungnade gefallen, weil es dann mal so eine Aktion gab außerhalb vom Raumschiff bei so einer Außenmission. Ist was passiert, dass einer seiner Astronautenkollegen nicht mehr zurückgekommen ist, gestorben ist halt, ne, in einem Unfall und das wird so ein bisschen vertuscht, was da eigentlich gewesen ist, weil es keiner so recht glauben kann und deswegen fällt er dann in Ungnade und verliert auch seine Familie, Frau, Kinder und so weiter und muss selber in irgendeinem schäbischen Motel leben und ja, aber als dann natürlich die Katastrophe naht, da wird wieder seine Expertise gebraucht, weil er ist der Einzige, der noch so ein altes Raumschiff fliegen kann, das Einzige, was er dann noch so auftreiben können und was halt nicht so viel Elektronik drin hat. Ich will mal nicht zu viel verraten, worum es eigentlich dann geht und weshalb und so, weil das ist so herrlich Banane und ich fand das einfach toll. Und es ist echt, warum soll man irgend so ein quasi realistisches Ding machen, wo dann auch jeder sagt, na, das kann ja nicht sein. Da macht man lieber ein völlig übertriebenes Ding. Wo man, das ist ja so herrlicher Quatsch. Und auch die ganzen Anspielungen auf diverse Verschwörungstheorien und Mythen, die dann so mit verarbeitet werden, das fand ich einfach, ich hatte so viel Spaß in dem Film. Ich weiß auch nicht. Es ist so herrlich dämlich und nimmt sich selber nicht ernst. Das fand ich halt auch so schön. So ein augenzwinkerndes Ding. Und die Effekte, die waren sowas von perfekt. Also ich fand die richtig gut gemacht. Da gab es nicht eine Stelle, wo ich dachte, das sah jetzt auch irgendwie seltsam aus. Aber manche Casting-Entscheidungen würde ich mal in Frage stellen. Also da habe ich mich schon während des Films, es gibt da zwei Schauspieler, ich will mal jetzt nicht in den Fingern bestimmte Richtungen lenken, weil nicht, dass jemand den Film noch sieht und dann nur genau drauf achtet, so, ja, wer war das jetzt, den er gemeint haben könnte. Ich sage nur, es gibt zwei Schauspieler in dem Film. Ich sage nicht Schauspielerinnen, weil es keine sind, sondern zwei männliche Schauspieler, die meines Erachtens eher in einem Sharknado-Film hätten mitspielen können, als hier in so einer Big-Budget-Produktion. Und ja, aber gut, die haben jetzt keine tragende Hauptrolle, muss ich mal sagen, zum Glück. Die sind so selten. Du hast übrigens den Gastauftritt von Donald Sutherland unterschlagen. Ja, muss man den erwähnen, ja. Oder wollen wir, ja, hätten wir das lieber so lassen sollen, dass die Leute den selber entdecken. Jetzt habe ich es schon gesagt, kannst du rausschneiden. Nee, lass mal drin. Ja, Donald Sutherland ist dabei. Ja, also man hört schon, Erik hat es sehr, sehr gefallen. Ich tat mir ein wenig schwer bei diesem Mashup von Armageddon, Independence Day und The Day After Tomorrow. Und was hat man noch gemacht? Oh Gott, wie sie halt alle heißen, die Roland Emmerich-Filme hier. Jetzt, außer Godzilla. Es gab kein Stargate, muss ich sagen. Ja, total enttäuschend, ja. Nein, das ist tatsächlich ein für mich ein riesen Mashup von genau diesen drei Filmen. Und
es, ich sag's mal so, ich sag's mal freundlich. Also Halle Berry, ach, ich mag Halle Berry einfach. Ich komme da nicht drum rum. Doch, ich mag nicht. Halle Berry einfach. Vor allem dann auch noch Halle Berry mit Pferdeschwanz und Halle Berry mit Mütze auf. Da war es vorbei. Das war für mich, das war das Highlight für mich. Sie hörten Chris und seinen Mützenfetisch. Hier im Pornocast. Und nur hier. Und ansonsten, oh Gott, ich versuch nette Worte noch zu finden. Es ist fürchterlich Banane teilweise, wie der Erik schon sagt. Es nimmt sich tatsächlich hoffentlich nicht allzu ernst. Was da alles dahinter steckt, ist auch ziemlich Gaga-Banane, aber okay. Dem einen oder anderen gefällt es, der andere nächste sagt wieder the fuck. Effektmäßig ist es toll. Wie gesagt, es ist wirklich dieses Aufeinandertreffen von Independence Day, Armageddon und hier eben The Day After Tomorrow. Das ist für, ich komme da immer noch nicht so ganz drüber weg. Es hat echt nur noch gefehlt, dass irgendwie ein Song von Aerosmith kommt. Der hat mir ein bisschen gefehlt. oder dass Will Smith irgendwo kurz auftritt oder was weiß ich was. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Roland Emmerich einfach die Ideen ausgehen. Ja, der macht halt das, was er eigentlich am besten kann, wofür er bekannt ist, würde ich sagen. Das hat jetzt nicht mal sowas mit Ideen ausgehen zu tun, würde ich sagen. Das machen ja viele, viele Regisseure auch jetzt gerade in der heutigen Zeit. Gibt es ja viele so Reboots von eigenen Werken, weißt du, wir hatten letztens Ghostbusters und so weiter, ne? War ja auch mehr oder weniger dasselbe nochmal. Aber halt besser bei Ghostbusters und hier halt, ja, das ist halt das, was er am besten kann und ja, warum nicht, ne? Wenn ich okay, dann lass es mich nochmal anders sagen. Also Halle Berry fand ich toll. Patrick Wilson gefällt mir dann doch wieder in irgendwelchen Zwischenwelten von Insidious besser. Das stimmt, da hätte ich auch lieber jemand anders gesehen, das ist richtig, ja. Also nichts gegen Patrick Wilson, toller Schauspieler. Ja, ja. Ganz großartig alles. Wirkte für mich an manchen Stellen auch ein bisschen hölzern. Warum Michael Penner da mitspielt, ja, ist halt auch dabei. Und dann halt die auch von dir schon erwähnten Highlights. Holy, also schauspielerische Glanzleistungen braucht man nicht erwarten. Er ist unfassbar vorhersehbar. Und es geht hauptsächlich, glaube ich, um die Effekte und darum, wie verloren mal wieder die Menschheit ist, wenn wirklich was Größeres ansteht, weil man sich auf nichts wirklich vorbereitet, scheinbar. Siehe irgendwelche Pandemien, siehe irgendwie, der Mond kracht jetzt auf die Erde. Ja, also das ist, glaube ich, ein kleiner Unterschied oder so. wir bereiten uns mal, weißt du was, wir investieren mal Milliarden, weil wir uns darauf vorbereiten, dass vielleicht irgendwann mit der Mond mal auf die Erde. Nein, also so war das überhaupt nicht gemeint. Ja. Ich meine nur, ich erinnere da an Don't Look Up. Ja, na gut, wenn man es dann kommen sieht, dann sollte man schon zusammenarbeiten, dass da irgendwas, ja, das da. Ach so, ja, stimmt, man hat das ja nicht kommen sehen, weil der Mond kam ja nicht näher, ist ja klar. Also, das ist der Punkt, wo ich mir echt schwer tue. Also für mich wirklich zusammenfassend, eine relativ dünne Story mit sehr viel Effekten und teils einer dezent hölzernen schauspielerischen Leistung. Ergeben ein Gesamtkonstrukt von einem Mashup-Film, der sicherlich in den späten 90ern, Anfang 2000er Jahren super funktioniert hätte im Kino. Wo jetzt allerdings, glaube ich, tatsächlich vom Gesamtwerk her viel zu starke Konkurrenz hat und sich deswegen auch in der Kinokasse eher nicht so komplett durchsetzen wird. Ja. Weil er auch zu lang ist dann wieder. Er geht ja über 2 Stunden, oder 2 Stunden 12 oder sowas, allein 10 Minuten aber nichts Abspann. Also auch sehr, sehr dickes Brett, was man da zu bohren hat. Vor allem, wenn man, also nochmal, ich habe mich jetzt auch nicht gelangweilt, fand es auch ganz nett teilweise, ich fand es ganz witzig. Ein paar nette Szenen sind auf jeden Fall drin. Es war jetzt nicht so, dass ich mich durch die 2 Stunden durchgequält hätte. Aber ich denke, eine halbe Stunde weniger hätte auch diesem Film keinen Abbruch getan. 2 Stunden 10 Minuten dauert er. Also, es ist halt, ja, Roland Emmerich dappt es halt mal wieder episch aus. Ich mochte das. Mir hat's gefallen.
Ja, schön. Das war so herrlich. Ich bin ja auch, habe ein bisschen Mut zum Trash. Und er hatte so schöne ja, guck, aber das ist ja genau der Mut zum Trash. Hervorragend. Der hatte so schöne so Trash-Anleihen. Und ich glaube, ich habe es damals schon, als ich Independence Day im Kino gesehen habe, habe ich gedacht, oh, wenn ich den Film als kleiner Junge gesehen hätte, oh, das wäre mein absoluter Lieblingsfilm geworden. Da waren so viele Sachen. Independence Day fand ich großartig. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das hat so, einfach ganz, ganz großartig. Hat so irgendwie so den kleinen Jungen so, ah, oh, Raumschiffe und cool und man fliegt da hoch. Und hier fand ich auch, der hatte so eine schöne Identifikationsszene drin, dass halt irgendwie der Nerd, der darf halt da mal mitfliegen und so. Und da konnte ich so gut connecten mit dem. So. Herrlich. Ja. Aber ich habe auch, wie gesagt, eine besondere Verbindung zu Roland Emmerich und seinen Filmen. Ich habe ihn leider noch nie irgendwie getroffen oder sowas. Vielleicht kommt das irgendwann mal, wer weiß. Aber seitdem ich damals das Arche Noah-Prinzip im Kino gesehen hatte, da war ich irgendwie, der lief ja bei uns in der DDR ein bisschen später als im Westen, ist glaube ich 84 oder so rausgekommen. Und ich habe ihn dann irgendwie ein paar Jahre später bei uns dann gesehen, als der lief. Und da war ich so geplättet, ne? Die Inszenierung, wie das lief und später dann auch Moon 44, da hat er schon mal einen Mondfilm gemacht, ne? Da geht es um so eine Bergbaukolonie auf dem Mond, ne? Und so. Und dann natürlich Universal Soldier hier mit Dolph Lundgren und Jean-Claude Van Damme oder so, der ja auch damals im Heimkino auf Video war, das ist ja der Riesenhit, der war ja wochenlang, war der immer in den Charts drin, damals war ja Videotheken noch ein Ding, dann natürlich Stargate und Independence Day. Und ich glaube auch, selbst wenn der Film, der ist ja jetzt in den USA gestartet und in Europa, selbst wenn der hier in den USA performt, der ja nicht so gut, da ist gerade momentan Jackass. Ich glaube, die Leute wollen eher ein bisschen was Spaßiges sehen, gerade jetzt in dieser Pandemiesituation, als dass sie jetzt einen Weltuntergang sehen wollen. Vielleicht ist es auch ein bisschen schlecht getimt. ja, ich meine, du lebst in einer weltweiten Pandemie, um dich rum sterben Leute, dann gibt es hier Deppen, die auf die Straße gehen, weil sie sagen, das gibt's alles nicht, also wo kommen wir und so weiter. Und dann gehst du nicht ins Kino und guckst dir an, wie die Welt untergeht, ne? Du meinst die, wo gegen die Diktatur demonstrieren gehen? Ja, genau. Die das Recht haben. Demonstrationsrechte. Die das Recht haben, in der Demokratie gegen die Diktatur zu demonstrieren, ja. Ja. Na, jedenfalls, vielleicht hätte es dem Film besser getan, irgendwie ein bisschen zu warten, bis er dann im Sommer starten kann. Dann so ein bisschen als Sommerblockbuster, wenn sich vielleicht die Situation wieder ein bisschen gelockert hat und die Leute wieder ein bisschen vom Mindset her. Ja, nicht mehr ganz so düster drauf sind. Aber ich prophezeie dem Film trotzdem, dass der gerade in China, wenn ich so, wir hatten doch letztens auch diesen einen chinesischen Film mit Weltuntergang und sowas, der lief ja wahnsinnig gut. Den haben wir auf Netflix geguckt hier. Wie ist der? Die wandernde Erde. Ja. Ich glaube, der wird in China richtig abräumen. Und zumal der ja auch von Tencent mit produziert ist. Das heißt, der wird in China richtig Kasse machen. Und ich glaube, der macht sein Geld dort. Ja. Ich glaube, der wird vielleicht jetzt in den USA und Europa nicht so viel Geld einspielen, aber dafür in Asien wird er richtig abräumen, prophezei ich dem Film mal. Was ich allerdings gerade nochmal sagen wollte, weil du gesagt hast, hier keine Milliarden und das zu investieren, man sollte immer überlegen, was wirklich passieren kann und wie es ist. Und dieses... Klar, man kann sich tausend Schreckensszenarien aufmalen, um Gottes Willen, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum einfach nicht, dieses teilweise komplett Kopflose dann einfach. Und es ist dieses, ganz ehrlich, es war das typische, oh, was sollen wir tun? Oh, Gefahr droht, ich habe eine Idee, hier ist eine Atombombe. Ja, geil, also als ob die Menschheit nicht irgendwie andere Ideen hätte als, wir schmeißen Atombomben denen aufs Hirn. Das ist aber so typisch. Und das war, siehe Armageddon, siehe Independence Day, siehe was weiß ich was. Ja, zünden aber eine Atombombe und alles gut, weil damit kriegen wir alles weg. Und das war das eine. Das andere, was du gesagt hast, so herrlich Trash. Es gibt ja da verschiedene Szenen in diesem Film, wo auch Dinge durch die Luft fliegen. Und ich glaube, wenn da ein Hai mal dabei gewesen wäre, hätte ich mich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Aber wegen dem Atombombenthema... Kennst du das Hammer-Prinzip? Ne? Wenn du einen Hammer hast, sieht alles wie ein Nagel aus. Das heißt, wenn du zum größten Militär der Welt gehörst, US-Militär, und dann kommt da irgendeine Gefahr, dann hast du halt den Hammer, der heißt halt Atomwaffen irgendwas. Und dann willst du halt die drauf schießen. Beziehungsweise ist das ja auch wieder eine ganz gute Darstellung. Auch war ja auch bei Don't Look Up so. Es ist halt ein Unterschied,
ob du Politiker bist, die ja häufig irgendwie Jura studiert haben oder irgendwie Politikwissenschaft oder irgend sowas, oder ob du ein Wissenschaftler bist, hat sich auch in der Pandemie gezeigt. Ja, wir hatten Angela Merkel, ist eine streitbare Persönlichkeit, keine Frage. Ich bin auch nicht ihr größter Fan, so, aber sie ist Wissenschaftlerin, ja. Und sie hat das vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, die Pandemie, was ist zu tun? Ja klar, dies und das und jenes, ja. Und viele Sachen waren natürlich unklar und nach der wissenschaftlichen Methode ist ja so, das heißt, wenn neue Erkenntnisse kommen, wird das nochmal reevaluiert und so, da können sich auch Ansichten ändern, ist klar. Aber halt nicht irgendwelche Esoterik-Quatsch oder irgendwelche Verschwörungstheorien oder sowas hast du halt bei ihr nicht gefunden, was aber bei anderen, bei Führern anderer Länder, um sie jetzt mal keine Namen zu nennen, durchaus gang und gäbe war da irgendwie. Ja. Und deswegen, das siehst du halt hier auch im Film, ne? Das sind halt einmal Politiker, die irgendwelche Entscheidungen treffen, Militärs die Entscheidungen treffen und jeder hat halt so seine Toolbox. Und die Wissenschaftler, die man hier sieht, die finden es halt dann tatsächlich raus und was man da tun kann, wobei natürlich der eine auch eher so aus der Verschwörungsecke kommt und dann ein bisschen geläutert wird, weil er dann die wissenschaftlichen Sachen dahinter erkennt. Ja. Deswegen ist es gar nicht so einfach, sich auf irgendwelche Eventualitäten vorzubereiten und was da alles so passieren könnte. Man versucht zwar immer, das auszuschließen, aber es ist halt letzten Endes auch wie bei jedem Redundanzprinzip oder bei jedem Safety-Prinzip von irgendwas. Es gibt halt immer irgendwo Lücken, und die man dann stopfen muss, wenn was passiert. Ja, naja. Aber summa summarum, das heißt, geben wir Punkte, ne? Wollte gerade sagen, summa summarum, ich hatte echt viel Spaß bei Moonfall. Es war halt mein Ding. Ich bin auch ein bisschen beeinflusst von der Art und Weise. Ja, deswegen 7,5 von 10 Punkten. Und ich habe bei uns in der Gruppe eine Weiterempfehlung gegeben. Und habe ja auch schon... Ich möchte dann hier ganz, ganz kurz auch noch das zu sagen. Also der Erik hat nämlich uns auch geschickt, so, hey, wollen wir diese Woche noch in Moonfall gehen und bla bla bla. Und ich wusste, dass die Woche schon relativ stressig wird. Und habe gesagt, nee, er lockt mich jetzt nicht so hinterm Ofen vor. Und als ich dann Montagabend erfahren habe, was kommt, saß ich ja neben Erik im Kino und Erik starrt auf die Leinwand und ihm entfleucht ein, nee, ne? Man hat es richtig gesehen, wie der Erik aufrecht da dran saß und trotz Maske hat man das Lächeln gesehen, wie er sich einfach gefreut hat, dass er zum einen den Mittwochabend jetzt frei hatte und zum anderen, dass er ihn jetzt hier schön auch im Gloria-Kino sehen kann. Das war großartig. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, für mich der größte Mashup des Jahres erstmal, des Jahres 2022, ist noch nicht so lange her, aber oder ist nicht so alt das Jahr. 6 von 10 Punkten gebe ich. Das stimmt sogar. Ich habe tatsächlich, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, ich hatte eigentlich trotz meiner Maske, ich hatte eigentlich die ganze Zeit so ein seliges Lächeln im Gesicht während des Films, weil das hat mir einfach so viel einfach gefallen bei diesem Film. So, es war so ein herrlicher Quatsch. Man musste jetzt nicht so ja, irgendwelche mehreren Ebenen oder irgendwas beachten. Es war halt ein richtig schöner Popcorn-Film. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr... Ja, wenn ihr mal ein bisschen raus wollt aus diesem ganzen ja, Pandemie und einfach mal so 2 Stunden mal einen richtig coolen Film sehen wollt, holt euch ein großes Popcorn und geht da rein. Das, genau dafür sind eigentlich die Emmerich-Filme gemacht. Dran denken, 2 Stunden Film, holt euch ein ganz, ganz großes Popcorn. Ja, und wenn ihr Popcorn essen wollt, dann setzt euch weit weg von anderen, falls euer Kino das nicht anbietet, dass da... Plätze zwischendrin sind, ja, da, weil er, sonst geht er schlecht durch die Maske. Na gut, Mensch, ey, das war trotzdem eine Top-Sneak. Ich prophezeie mal, dass das auch weit vorn sein wird bei den Sneaks des Jahres. Mal gucken, was da noch so kommt. Und jetzt werfen wir doch mal einen Blick in die Gloria-Sneak-Gruppe rein. Was ich gerade bei mir nicht öffne, da vielleicht hast du sie gerade offen. Ich habe sie immer offen, hängt klar. Grad ein bisschen hier. Tipp für die Sneak, ja. 1099 am 4.2.22 ist schneller, lauter Hund. Erik, sind denn da schon Tipps eingegangen? Ja, Chris, da sind schon Tipps eingegangen. Einmal vom Sören. Oh. Sören, der hat getippt, der Pfad, was ich jetzt gar nicht so genau weiß, was das ist. Ich habe impulsiv getippt Dog, ein Film mit hier dem aus... wie hieß der andere Film? Oh Gott, ich komme gerade nicht drauf. Aber ich klicke mal hier kurz drauf. Vorbereitet mal wieder der Erik. Dem aus dem Film mit den ganzen Strippern hier, den wir auch in der Sneak, Magic Mike hier, wie heißt der? Naja, der auf jeden Fall. Und dann der Boris hat getippt, Top Gun 2. Warum auch immer.
Dann. Ist es gut. Dir fällt bei Channing Tatum nur Magic Mike ein. Ja, das hat mich nachhaltig verstört, der Film, genau wie Titan. Also, wie man so einen sinnlosen Film machen kann da. Das ist genauso sinnlos wie gestern auf Pro7 habe ich. Wir gucken ja immer zusammen meistens am Wochenende irgendwas im Fernsehen, ne? Und gestern kam echt nur Scheiße. Da kam auf Pro7 das große Stapeln, hieß die Show. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da ging es einfach darum, nein, Dinge zu stapeln. Ja. Und die konnten dann, gab es so verschiedene Gewinnstufen. Es waren immer so zwei Kandidaten und Kandidatinnen, die so gemischt wurden. Und da mussten die Dinge stapeln. Also sich Würfelzuckerdinger mussten sie mit dem Mund stapeln, irgendwie so 10 Stück. Und dann hatten sie Gewinnstufe 1, 1.000 Euro erreicht. Und dann ging es immer weiter, ne? Bis in irgendwelche komischen Stühle stapeln, in einer riesen Pyramide. Und da habe ich gedacht, ey, das ist ja wohl die niveauloseste und sinnloseste Sendung überhaupt, ne? Einfach Dinge aufeinander bauen und dafür gibt's Geld. Also musst noch nicht mal irgendwas wissen. Ja, gut. Ja, aber zurück zu... das ist doch auch mal toll, also... Ja, der Obnöfel. Sie können Sachen stapeln, für dich ist das gut. Der Obnöfel hat es ja noch versucht, wenigstens halbwegs gut durchzumoderieren. Also der hat es auch ganz halbwegs spaßig noch gemacht. Ich bin dann um 10 habe ich dann das Handtuch geworfen. Ich war schon so müde geworden von diesem anspruchslosen Fernsehformat. Dann ist mir noch eine Eingebung gekommen. Vielleicht kann man das ja auch um die Ecke denken. Wobei ich fast nicht glaube, dass der kommt. Deswegen, es gibt ja den Oscar-nominierten Belfast-Film und deswegen, wenn man Bell für Hund, Bell, Bellen, Wuff, Wuff hier und so und Fast für schnell, würde das theoretisch auch auf den Tipp passen, also schneller, lauter Hund, ja, Fast, Bell, Bello, keine Ahnung, mal ein bisschen um die Ecke gedacht, wie es bei Moonfall so war, vielleicht passt das ja sogar, also das, ja, mal gucken. Also den will ich ja auf jeden Fall auch noch sehen jetzt vor den Oscars. Jetzt gab es ja die Oscar-Nominierung. Mal gucken, ob der kommt. Bin ich sehr gespannt. Und dann sind wir schon durch mit den Sneak-Tipps und bewegen uns mal in den Bereich Heimkino und haben ja da den Screener. Ich weiß gar nicht, ob der im Kino anläuft. Muss ich gleich mal googeln. Heimkino. Na, hier steht da auf Blu-ray ab dem 17.02. Also nehme ich mal an, der entweder war schon im Kino. Eher nicht mehr ins Kino kommen. Also er startet dann in 4 Tagen, gibt es den dann auf Blu-ray und DVD, wahrscheinlich dann auch im Streaming zu kaufen. Eine Ubisoft-Filmproduktion. Ich wusste gar nicht, dass die da so großartig einsteigen. Ist Uncharted eigentlich auch ein Ubisoft-Titel? Nee, ne? Das ist ein Sony-Titel. Aber warte mal, wir hatten doch mal Assassin's Creed, das war doch Ubisoft, ne? Da gab es da auch mal einen Film. Ja, aber jetzt nochmal, also Uncharted, wenn du das nicht weißt, dass es das ein Sony-Titel ist, also wie... Nee, ich habe das gerade überlegt, ob jetzt gerade aktuell also, einer von... was PlayStation was, Exclusive und Tom Holland, also... aber Assassin's Creed, ne? Da liege ich richtig. Das war Ubisoft, wenn ich mich recht erinnere. Ich versuche gerade... Wenn ich mein Ubisoft öffne, was da alles so drin ist, ja. Far Cry ist auch Ubisoft, ne? Ja, Far Cry. Da gab es auch mal diesen Film mit Tim Schweiger. Weiß ich aber nicht, ob das eine Ubisoft-Filmproduktion war. Jedenfalls Werewolves Within. Kennst du das Spiel eigentlich? Ich kannte es nicht. Ja, ich kenn's tatsächlich. Hast du es mal gespielt? Weil das ist ja, glaube ich, VR, oder? Es ist, also ich habe es selber nicht gespielt, aber ich kenne es auf jeden Fall. Und ja. Warum lachst du da so? Weil ich fand ja schon Moonfall heute Banane und dann kommst du mit Werewolves Within ums Eck. Ja, wir haben ja da einen Screener zur Verfügung gestellt bekommen. Und es ist tituliert als Horrorkomödie. Die bissigste Horrorkomödie des Jahres, Wortspiel, ne? Nach dem gleichnamigen VR-Videogame und dem beliebten Gesellschaftsspiel Werwölfe. Also das kenne ich sogar, das Gesellschaftsspiel, wo Werwolf, ne? Ja. Also wo es darum geht, wer ist der Werwolf, ne? Ja. Und das Setting ist, dass es eine Kleinstadt gibt, die heißt Beaver Field und da soll eine Pipeline geplant werden. Also nicht Bielefeld, sondern Beaverfield. Beaverfield. Und da soll eine Pipeline gebaut werden, wo es aber durchaus
wo die Leute nicht so sehr zufrieden sind, dass das da kommen soll, weil da muss natürlich einiges von der Landschaft dann auch zerstört werden und Häuser und so weiter. Und da sind auch gerade die von der Gesellschaft, die diese Pipeline bauen wollen, mit in diese Ortschaft. Und dann gibt es irgendwie einen schlimmen Schneesturm und hält dort die Leute so ein bisschen gefangen in dieser Stadt. Und als dann die Nacht hereinbricht mit einem Vollmond und plötzlich irgendwelche Leute zu Tode kommen, kommt man dann doch auf die Idee, oh, hier, einer von uns muss ein Werwolf sein. Und das war es eigentlich schon mit der Geschichte soweit. Letzten Endes geht es dann darum, wie dann versucht wird, rauszufinden, wer ist das? Keiner kann irgendwie dem anderen trauen. Und so dieses ganze Setting, ja, so ein bisschen herausfinden, wer ist es vielleicht und wer könnte es sein, wer hat Anzeichen, und darum geht es eigentlich in dem Film. Und da viel mehr hat es da eigentlich nicht. Ich gucke gerade noch, ich habe es gerade weggeklickt hier irgendwie, der Regisseur des Ganzen hat auch Josh Rubin, der hat zum Beispiel hier Dings gemacht. Was ich gerade nicht finde. Wie fandst du es erstmal? Sag du erstmal, dann finde ich das mal in der Zwischenzeit raus. Oh Gott. Das ist das zweite Mal, zweiter Film, und ich ringe zum zweiten Mal eher nach Worten. Es war schon spaßig, also, oder? Fandst du es spaßig? Ach, ja. Nee, ganz ehrlich, es war viel, viel, viel zu viel Text. Die haben die ganze Zeit nur gelabert und eine belanglose Scheiße gelabert. Unfassbar. Also, das war richtig anstrengend. Also, Cecily Moore, die Postbotin, Milana Weintraub, die fand ich ja noch ganz erträglich mit ihrer Art und Weise. Warum die gecastet wurde, sticht auch hervor. Sam Richardson als der neue Cop da. Ja, weißt du eigentlich, woher man diesen Typ kennt? Ja, der hat in diversen Serien mitgespielt, ne? Ja, weißt du, wo der auch mitgespielt hat? Jetzt kommt. Super Intelligence. Ich hab's gerade vor mir, die Liste. Ach, du hast es gerade vor dir, das ist super. Nee, der hat auch in Ted Lasso mitgespielt. Der mit Melissa McCarthy, der Film. Ja. Ted Lasso? Nein, Ted Lasso hat auch mitgespielt, ja. Aber es ist ja wurscht. Also, ich sehe gerade hier, Edwin Akufu hat er gespielt. Ja. Es ist fürchterlich albern, es ist fürchterlich Banane, es ist viel zu viel Text. Es ist so ein Soll ich dir meinen größten Kritikpunkt mal sagen? Achso, ich dachte, du hängst gerade. Okay. Da gibt es ganz viele Kritikpunkte an diesem Film. Weil er einfach, mein größter. Dein größter, jetzt kommt's. Dann hau deinen größten Kritikpunkt. Mein größter Kritikpunkt ist, dass ich einen Creature-Horror-Film erwartet habe, der keiner ist. Ja. Also, der Film heißt Werewolves Within und There Are No Werewolves at All. Also, okay, da kommen dann schon... Das stimmt ja so nicht ganz. Ja, okay, also. Da kommen schon mal, gibt's schon mal ein bisschen was, aber ey, 99% des Films sind keine Werewolves. Ja, und das, ich denke, es ist so, für einen trashigen Filmabend ist er gut, wenn man nicht viel erwartet, wenn man ich muss nochmal anders ansetzen. Und zwar, erstens, Finger weg von Drogen. Ganz klare Sache. Finger weg von Drogen, böse. Wenn ich jetzt allerdings so einen Abend habe, wo ich zum Beispiel zugekifft in der Bude hocke, könnte ich mir gut vorstellen, dass der Film ein absoluter Knaller ist. Mit, da könnte ich mir das gut vorstellen. Ich befürworte das absolut nicht, deswegen. Da hat er doch viel zu viel Text, der Film. Ja, das ist ja genau das Nächste. Da schaltet es halt dann irgendwann ab auch. Aber ansonsten ist es teilweise so Banane und es ist weder gruselig noch besonders großartig witzig. Es ist einfach Banane. Es tut mir sehr, sehr leid, wenn ich so gemein über den Film reden muss. Ich habe jetzt
mich nicht gelangweilt, aber ich habe tatsächlich zwischendrin mal 10 Minuten geskippt, weil ich gedacht habe, da wird schon nicht viel passieren und ich hatte recht. Oh, ausgerechnet da ist doch eigentlich... Ja, aber da sieht man alles, was in Bielefeld abläuft. Ja. Bieberfeld, Entschuldigung. Ich habe ja, glaube ich... Was für ein Versprecher. Ich habe ja, glaube ich, ein bisschen mehr Mut zum Trash und so und... Dezent. Ja, ich freue mich auch auf die neue Schläferz-Staffel. Da sind wieder Highlights dabei. Unter anderem Grizzly 2, über den wir letztens geredet haben, ne? Mit Dings hier, mit hier. Ach, ich komme heute nicht auf Namen. Ich lasse es einfach. Mit den bekannten Leuten auf jeden Fall. Und deswegen hier halt mein Kritikpunkt. Also wenn ich das mag, so solche Creature Horror wie, was weiß ich, Crawl oder sowas, ist schon schön, wenn dann immer die Creature mal irgendwo so dezent sieht. Ich dachte erst am Anfang, das ist so schön aufgebaut wie bei der Weiße Hai, dass man am Anfang die Kreatur gar nicht sieht, so alles ganz bedrohlich und dann sieht man mal immer ein bisschen was und es steigert sich langsam. Aber es war halt leider nicht so, sondern es war halt wirklich eher so dieses... Ja, Agatha Christie-mäßig, wir sind alle zusammen. Wer könnte es gewesen sein? Also dieses Setting, alle. Hast du gerade Werewolves Within mit Agatha Christie? Ich meine in der Art, dass sie alle zusammen sind und rausfinden müssen, wer ist es von denen. Und was ja auch das Spiel, das Werewolf-Spiel ja so ausmacht. Und das halt aber als Film erinnerst du dich noch an Moonfall? Der ist quasi wie Star Wars, das sind auch Monde. Nicht ganz. Nicht ganz. Moonfall kann man nicht mit Star Wars. Da gibt es keine Lichtschwerter. Aber es gibt Monde. Ja, Monde. Naja, nee, auf jeden Fall dieses ganze Gelaber, wer könnte es sein, wer ist es gewesen? Ja, wir sperren die Person mal ein und gucken, was passiert. Und dann ist doch jemand, dann kommt doch wieder jemand anders zu Tode. Okay, dann müssen wir die ja wieder rauslassen. Und ach, ja, es war mir da zu wenig von diesem eigentlichen, was man hätte machen können und so. Ich weiß nicht, was da der Anspruch genau war bei dem Film, wie man das darstellen wollte. Und wie gesagt, ich kenne auch das Spiel nicht, ob man da... bei dem Spiel eher so durch Ermittlungen vorankommt, ob das eher so ein Adventure ist oder ob das so ein, es gibt ja diese vielen Grusel-VR-Spiele, wo man dann sich so total erschreckt und so, ob das eher sowas ist, weiß ich leider nicht. Wenn das VR-Spiel natürlich eher so ein Horrorspiel ist, wo man sich erschreckt, dann hat der Film relativ wenig davon. Also so, gerade wenn jetzt vielleicht Fans des Spiels sagen, oh cool, gibt's einen Film, ich guck da mal rein, oh, da, gähn. Aber die Personen waren schon ganz witzig und so waren viele sehr instabil. Deswegen, ich gebe mal 6,5 von 10. So viel? Ich hatte so ein bisschen, ich hatte schon ein paar Mal, so ein paar Lacher gab es doch schon bei mir. Das ist Erik sein Standardsatz für diese Folge heute. Ich hatte schon ein bisschen Spaß. Ja, ich hatte Spaß bei dem Film da. Ja, ja Erik, ja, geht durch den ganzen Tag heute durch so. Und ja, stand die ganze Zeit. Ja, mit, hatte ich schon ein bisschen Spaß. Die ganze Zeit mitten im Film stand mein Name. Das fand ich auch irgendwie gut, dass sie das mal machen. Ja, das fand ich aber auch cool. Also, ich meine, alle, denen ich das weitergegeben habe, haben sich so ein bisschen beschwert. So, hey, das ist der Erik. Und, das ist das weitergeben. Nein, du könntest sowas zu sagen. Wir kriegen nie wieder Screener, wenn du so einen Scheiß sagst, der nicht stimmt. Naja. Was gibst du denn da für die Werwölfe? Ich habe ihm tatsächlich 5 von 10 Punkten gegeben. Pluspunkt ist auch noch, es gab keine Vampire und keine Liebesgeschichte zwischen irgendjemand da, zwischen Vampiren und Werwölfen. So, das ist auch ein Pluspunkt für diesen Film. Ja. Auf niedrigem Niveau, ein positiver Effekt. Positiver Fakt, nicht Fakt. Alright, dann kommen wir mal zum Steuereintreiber, The Tax Collector. Den hatte ich mir mal auf Sky aufgenommen gehabt, weil da stand in Klammern Uncut. Da dachte ich, okay, da gucke ich doch mal rein. Ist wohl doch was anderes, als ich gedacht hatte von The Tax Collector. Und The Tax Collector ist der neue Film von David Ayer oder Ayer, weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Auf jeden Fall kennen wir den aus der Sneak Preview. Aus dem Film Sabotage, der ziemlich geil war, kann ich mich erinnern, mit diesem ziemliches Geballer da mit Arnold Schwarzenegger und Sam Worthington hier. Und der hat auch so Filme gemacht wie End of Watch, der lief, glaube ich, auch mal in der Sneak, wenn ich mich da richtig erinnere. Street Kings, den hatte ich damals in der Sneak Preview in Gera, kann ich mich erinnern. Also irgendwie sehr viel Herz aus Stahl mit dem Namen, auf den ich gerade nicht komme, den hatte ich nicht in der Sneak und den habe ich auch noch nicht gesehen.
Und dann hat er auch diesen Suicide Squad Film gemacht, der nicht so gut ankam, während der The Suicide Squad, der kam ja etwas besser an. Jedenfalls Bright hat er auch noch gemacht, den haben wir das hier besprochen. Das war, glaube ich, eine Corona-Sneak, wenn ich mich da richtig erinnere. Und jetzt The Tax Collector. In The Tax Collector, das ist ein, kurz zusammengefasst, ein beinharter Action-Mafia-Film. Hier spielt Shia LaBeouf sogar eine kleine, ja, Hauptrolle würde ich fast schon sagen, weil er ist so eine direkt... Eine kleine Hauptrolle. Ja, ich habe gerade überlegt, Nebenrolle ist er eigentlich nicht, sondern er ist so die rechte Hand von dem einen Typen. Da geht es so um mexikanische Mafia in L.A. Und die sind sehr, sehr hart drauf, also was da so gezeigt wird. Er ist, Shia LaBeouf ist auch so einer von denen, die wirklich so mit ganz harter Hand vorgehen. Also da werden so Sachen berichtet, dass sie irgendwelchen Leuten einfach mal, was weiß ich, die Arme und Beine abgesägt haben und der Torso, der hat dann halt geschrien wie irgend so eine, wie eine Robbe oder sowas hat sich da bewegt, da haben die sich noch kaputt gelacht und so. Also wirklich beinhartes Ding. Und in dieses Viertel, wo die Macht haben, da dringt plötzlich ein Rivale ihres großen Mafia-Bosses ein, der auch mit noch härterer Hand vorgeht und auch diese Mafia-Typen da verfolgt und jagt und auch auf privater Ebene. Und da müssen die wirklich mit harter Hand zurückschlagen und dezimieren sich gegenseitig. Und mitten in diese ganze Gemengelage rutschen wir halt da rein in dem Film. Und es ist wirklich ein knallharter Actionfilm. Also früher hätte man gesagt, so in der Videothek wäre der auf jeden Fall wahnsinnig gut gegangen, weil solche knallharten Actionfilme sind da immer sehr gut gegangen. Und ich fand den ganz okay. Ich fand ihn teilweise mal ein bisschen zu hart, weil was ich schon so berichtet hatte, ne, hier so diese, war teilweise doch ein bisschen zu fies. Und gerade hier in diesem Uncut, oh, da war schon sehr hart, was da so gezeigt wurde und die Darstellung. Und wenn dann wirklich auch noch irgendwie ganze Familien massakriert werden und so, das war schon echt heftig. Aber dieser Mafia-Krieg, mexikanische Mafia, die wirklich auch sehr, sehr brutal vorgehen, auch in der Realität, wird wahrscheinlich auch so sein, weil du musst ja mit Gewalt deine Herrschaft absichern und das hier in so einem Film zu zeigen. Ach so. Das war schon heftig. Also deswegen, ja, von mir 7 Punkte. Wow. Wer da noch die Chance hat, ich guck mal ganz kurz bei wer streamt es, ob man das irgendwo gucken kann. The Tax Collector. Ach ja, ich akzeptiere die Cookies. Ach, verdammt, ey. Habe ich schon zigmal akzeptiert. Kommt immer wieder. The Tax Collector. Actionfilm 2020. So, wo läuft der denn? Oh, der ist bei Sky. Ist der in der Flatrate enthalten? Und bei allen anderen müsste man eine Leihgebühr bezahlen. Also, vielleicht wartet ihr dann mal ab, wenn euch das interessiert. Also, wer so End of Watch mochte, das war ja auch ein ziemlich harter Film, der da diese Cops begleitet hat. Ich glaube, der kann hier auch mal reinschauen, sieht mal so die andere Seite und The Tax Collector. Okay, dann gucken wir mal, was so ein neues... Okay, The Tax Collector. dann schauen wir mal, was so in den Charts ist. Kinocharts und Neustarts. Und was so neu startet. Du bist so der Knaller, ey. In den Charts, Platz 5 hier in Stuttgart ist Moonfall. Hey, was für ein Start, ne? Platz 4 ist immer noch House of Gucci, immer noch in den Top 5 drin. Platz 3 ist Sing, die Show deines Lebens. Und wer da einen coolen Haarreif gewinnen möchte mit ein paar Öhrchen dran, der muss mal in die Sneak kommen. Der Chris, der hat die gerade, da hat er eine größere Menge aufgetan. Kam die gut zu Hause an, ja? Ja, kam gut an, hat jeder mal aufprobiert. Die sind auch super flauschig, die sind total schön. Auf Platz Nummer 2 haben wir Tod auf dem Nil. Genau, da gab es, glaube ich, eine Kooperation, steht hier sogar, ne? Ja. Mit Neckar-Captain Stuttgart. Was ich sehr cool finde auch, ja. Ja. Und auf Platz 1, wunderschön, das deutsche Filmdrama um Schönheitsideale und so weiter. Ich glaube, der wird sich noch eine Weile halten. Von dem hört man gerade gefühlt überall, wenn es irgendwo um Filme und Kino geht. Das kann gut sein, ja. Was startet denn neu? Möchtest du den ersten Mal vorstellen? Das ist doch dein Ding, oder? Uncharted startet neu.
Ja. Ein Film-Prequel zur genialen Uncharted-Videospielreihe schlüpft Tom Holland in die Rolle eines jungen Nathan Drake, der sein erstes großes Abenteuer erlebt, von Sean Levy. Da spielen noch ein paar andere mit, zum Beispiel Mark Wahlberg spielt mit. Und Trailer fand ich schon sehr cool. Antonio Banderas spielt auch noch mit. Trailer schon sehr, sehr cool und ich mag ja die Uncharted-Reihe. Ich habe die auch selber schon gespielt. Nicht alle Teile, aber was ich gespielt habe, fand ich sehr cool und da bin ich gespannt. Könnte tatsächlich was werden. Könnte tatsächlich mal eine Videospielverfilmung sein, die was taugt. Definitiv. Also ich blicke in die Richtung von Werewolves Within. Vor allem der aktuelle Trailer. Also gab es ja jetzt nochmal einen neuen Trailer, der jetzt auch mal läuft hier im Fernsehen und so. Lief übrigens auch bei der Stapelshow mittendrin, der Trailer. Deswegen, also, der macht echt Spaß, der neue Trailer. Finde ich echt gut. Und was mir, also das ist das eine, was mir Mut macht, dass es ein guter Film ist. Das zweite ist der Regisseur, weil der Regisseur Ruben Fleischer, der hat zum Beispiel Zombieland und Zombieland 2 gemacht und Venom, den ersten. Venom. Und beim zweiten war der Produzent, der ausführende Produzent. Also das macht mir echt Mut, ne? Also, weil der hat es verstanden, so in diesem Action-Bereich auch so Witz reinzubringen und ich glaube, das kann richtig, richtig gut abgehen und funktionieren. Und auch mit den zwei Darstellern, mit Tom Holland, Mark Wahlberg und so. Und dann so ein bisschen, ja, so leicht Indiana Jones Anklänge und so. Das, ich glaube, es macht richtig Spaß. Vielleicht sollten wir mal ins Kino gehen, ne? Vielleicht gibt es eine schöne. Ja, ich sehe schon. Oder mal gucken, ob es eine coole... Erik hat Bock. Aber gucken, was noch so anläuft. Vielleicht ist ja der Pfad, das hat doch irgendjemand getippt, ne, für die Sneak, spannender Jugendfilm über die abenteuerliche Flucht zweier Kinder über die Pyrenäen. Okay. Ja, hervorragend, der Pfad. Da spielt der mit hier, der den jungen Habe Kerkeling gespielt hat hier bei... In dem Film. Aber der Trailer sah auch ganz cool eigentlich aus. Der nächste ist Doku, lass mal weg. Noch einmal June, die Tragikomödie um eine Demenzpatientin, den hatten wir auch in der Sneak. Den hast du gesehen damals, ne? Da war ich indisponiert. Genau, da habe ich dann mal lieb gefragt. Da haben wir den Screener-Link. Den fand ich überragend gut. Also das hätte ich nicht gedacht, dass der so gut ist. Aber der ist wahnsinnig gut, der Film. Also da mal vielleicht nochmal reinhören in die alte Folge. Ich werde es mal mit verlinken. Ich habe jetzt noch einen kleinen Nachtrag zu dem Thema der Pfad. Jetzt weiß ich auch, warum die den bei den Tipps mit reingeschrieben haben, weil der hat einen Terrier Adi und dieser Terrier Adi, der begleitet ihn immer, sein treuer Begleiter. Deswegen nimmt er den mit auf die Wanderschaft. Deswegen wegen diesem schnellen Hund vielleicht der Tipp. Okay, der Alpinist, das ist eine Dokumentation, also hat man End of Season, ein Debütdrama um eine Familie, die auseinanderbricht. Ausgezeichnet in Rotterdam. Mensch, wird das nichts heißen. Ja. Okay. Dann haben wir noch das Mädchen mit den goldenen Händen. Drama mit bissigem, lakonischem Humor um eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung. Ja. Okay, und toll. Ein türkischer Animationsfilm. Arslan Hürkus Kayıp Elmas. Ein Animationsfilm über einen Jungen, der davon träumt, ein Flugzeug zum Leben zu erwecken. Ah, okay. Das wäre mal ganz interessant, mal zu sehen, was in der Türkei für eine Animationsszene und wie gut die das hinkriegen mit den Animationen. Hm, vielleicht werde ich den mal gucken, wenn es den dann irgendwo im Heimkino verfügbar gibt. Hm, das interessiert mich immer so, die Animationstechniken, was die so machen. Okay, dann war es das schon mit den Neustarts und mit den Kinostarts und Neucharts. Genau. Ja, sozusagen. Dann bewegen wir uns mal oder gehen wir mal in den Trailer rein. Neue Filmtrailer. Jurassic World Domination. Gab es jetzt einen neuen Trailer? Cool. Ja, durchaus cool. Einfach Deutsch, cool. Deutsch, also, ein neues Zeitalter. Und in dem Trailer kann man sehen, dass dann wirklich alle nochmal mitspielen. Man hat alle nochmal reaktiviert. Ja, also, es ist ja auch das große Finale, Grand-Finale. Alle, die in den Neuauflagen drin waren, also Chris Pratt, Bryce Dallas Howard und die alten Helden von dem ersten Jurassic Park hier, Sam Neill und
ja, wie sie alle heißen, sieht man alle nochmal wieder. Und das wirkt ja einfach wie so ein großes Klassentreffen und wie so eine schöne Zusammenkunft da von allen Superhelden der vergangenen Jurassic Park Filme. Das macht richtig Spaß. Ja, aber es das heißt ja auch, es, die haben ja, sagen ja auch so, dass das Ende quasi, oder das dann der die zweite Trilogie endet dann damit mit diesem großen Clash, dass alle da sind. Und das ist dann auch okay, wenn man da mal einen Knopf drunter macht. Und es sah tatsächlich ganz cool aus. Also mir hat es echt gefallen. Wirklich, muss ich wirklich sagen. Also mir hat es wirklich gefallen, was ich da gesehen habe. Und ich bin ja ausgestiegen nach dem ersten Jurassic World, weil ich gesagt habe, geil, nochmal das Gleiche, nur mit anderen irgendwie komischen Dinos. Hurra, hurra. Ja. 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 Also kann man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Der Trailer, der zeigt natürlich wahrscheinlich dann auch so die besten Szenen und die besten Stellen, ist ja klar. Ja. Aber hey, Colin Trevorrow, der ja auch das andere gedreht hatte. Und ich glaube, das wird ganz gut. Also wenn sie es nicht ganz doll verkacken, gerade auch mit den Darstellern wie Sam Neill und so. Und Chris Pratt, Jeff Goldblum, Laura Dern, so. Gerade auch wie sie im Trailer eingeführt werden. Und ja, ich bin ein bisschen gespannt, worum es dann eigentlich in der Geschichte dann gehen soll, weil in dem Trailer sieht man irgendwie, dass Chris Pratt irgendwie die Dinos so ein bisschen gerettet hat und bei sich irgendwie hochpäppelt oder pflegt, damit die nicht so ja, es wirkt so ein bisschen wie, ja, irgendwie ist die Regierung, wenn die in die Fänge kriegen, dann nehmen die weg oder so und machen die Forschung damit oder so. Es wirkt so ein bisschen, ja, komisch, aber mal schauen. Also, ich kann es ja schlecht einen Dino verstecken. Ja. Also, ja. Und letzten Endes, was wir alle sehen wollen, ist ja, dass große Dinos durch Städte trampeln. Das muss ja sein. Aber wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, ich weiß nicht mehr, ich glaube doch, dass es in dem Film jetzt war, Chris Pratt hockt in irgendeinem Cockpit und ich habe erstmal gedacht, oh cool, neuer Guardians-Film. Aber ja, was weiß ich schon. C'est la vie, chérie, ne? Ja, jetzt mal gucken, was da auf uns zukommt. Was da auf uns zukommt. Aber Trailer wirkt gut, ich werde mal mit verlinken und jetzt kann man ja noch nicht so wahnsinnig viel sagen, obwohl der Trailer eigentlich schon relativ lang ist. Also es ist nicht nur ein Teaser, wo man sagt, ja, bam, da kommt was, sondern man sieht schon ein paar Szenen, die auch sehr, sehr, sehr gut aussehen. Die Animationstechnik, die ist ja schon so weit fortgeschritten. Das ist ja total irre. Gut, dann Serien. Serien? Serien. Serien, hier. Gab's was, ja. Serien. Ja, ich habe bloß den Button nicht, ich wollte nicht den falschen drücken. Ich finde es total schön, wenn wir heute ständig in diese Dinger reinreden. Ja. In die Trenner reinreden. Möchtest du mit Vigil anfangen? Nee, mach mal erstmal The Book of Boba Fett. Ich hau mal eine Spoilerwarnung rein. Wir reden über das Staffelfinale von The Book of Boba Fett. Achtung, Spoilerwarnung. So, das war's nun also. Die letzte Folge der ersten Staffel, ja. Das erste Buch. The Book of Boba Fett. Ich hatte ja schon ein paar Vermutungen gehabt, ein paar schlimme Ahnungen. Ich meine, gar so schlimm, wie ich es geahnt hatte, ist es vielleicht nicht geworden. Es ist leider nur okay geworden, fand ich. Ja? Ja. Es ist leider nur okay geworden. Und was eigentlich für eine Star-Wars-Serie, nach dem, was wir bis jetzt so gesehen haben, schon relativ schlecht ist, fand ich. Tja. Also, es hat zwar ein paar echt üble Szenen gehabt, aber es hätte so viel besser sein können. Ja. Ich sehe deinen Punkt. Vor allem, es war jetzt wieder Robert Rodriguez und ich weiß auch nicht. Und mir war's. Ich fand die Folge, die letzte, der Abschluss von der Staffel, fand ich richtig gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's richtig cool. Es hat die ganzen Stränge ein Stück weit zusammengebracht. Es bringt den Mandalorianer voran. Es bringt sehr, sehr vieles voran. Es liefert sehr viele Erklärungsansätze. Es spaltet wieder auf in irgendwelche anderen Richtungen. Es war viel zu viel Zeitlupe.
Ey, mal ganz im Ernst, also Robert Rodriguez hat zuallererst mal wieder seine Biker-Gang mit reinplatzieren müssen, was ich super nervig fand, weil die haben eine Dynamik wie ein überfahrener Igel. Also unfassbar. Das fand ich echt schlimm. Das hat mich echt genervt, weil ich gedacht habe, okay, aus der Nummer sind wir vielleicht raus. Ja, die Mods, wie sie so schön heißen, okay, ich hab's jetzt hingenommen, dass sie da sind. Brauche ich aber nicht weiter verfolgen, bitte. Dass sie Cat Bane ausgegraben haben und den da reingebracht haben, fand ich mega gut. Und den haben sie auch mega gut erwischt. Also top, tippity toppity. Was mit dem Rancor passiert, mega cool, mega coole, starke Szenen. Dass dann alles plötzlich wieder in Zeitlupe läuft, alter Schwede, da habe ich echt für mich gedacht, ey, Robert Rodriguez, lass bitte die Finger von Star Wars. Also diese Inszenierung von dieser ganzen Kampfszene, also diese End, die ist sowas von bescheuert gewesen. Ich habe mich da so geärgert, weil das hat nichts, null mit Taktik und nichts zu tun. Ja, die verschanzen sich da alle hinter diesem einen Ding und vor allem am Anfang, wo sich diese, ich weiß nicht, wie die Roboter, die haben bestimmt auch irgendeine Bezeichnung im Star Wars Universum, diese, die da kommen, die dann so ein Schutzschild aufbauen. Ne? Am Anfang kommen die ja noch angelatscht, ne? Und da haben die noch kein Schutzschild und dann wartet man erst, bis die das Schutzschild haben und fängt dann an zu schießen oder so. Ich weiß nicht, wie sinnlos war denn das? Und dann verschanzen die sich alle hinter ein Fahrzeug da und ballern dahinter raus, wie irgendwie früher im Western hinter einem umgekippten Wagen. Ja, es war ja auch sehr viel Western. Ja, aber da musst du wenigstens da irgendwie mal, und vor allem dann so dieses Ungleichgewicht, du hast dann so eine Person oder mehrere, diese Fennec oder so, die dann gleich mal zig Leute abschießt und klar macht und alle anderen schießen aus allen Rohren und treffen gar nichts oder so. Ja, aber Fennec fand ich da schon wieder richtig gut, weil die hat ihren Job gemacht und genau das habe ich auch erwartet, dass das Ding ist. Das hätte ich mir von den anderen halt auch viel mehr erhofft, dann, dass da irgendwie wenigstens. Es ist aber insgesamt so, es ist tatsächlich so für mich gewesen, ich mag The Book of Boba Fett, es hat seinen Platz, ich finde es auch cool, da noch ein bisschen Background-Story reinzukriegen. Man kriegt auch Boba wieder in den Kanon mehr mit rein, hat viele Erklärungen. Es gab sehr, sehr viele coole Szenen, es gab coole Folgen, aber die mit Robert Rodriguez, die haben einfach abgestunken. Und das ist halt kacke, wenn du den als Showrunner drin hast. Das ist halt echt hart. Und das tut mir irgendwo echt leid und das tut mir auch ein bisschen weh. Ansonsten, es war eine großartige Serie. Ich habe Bock auf mehr Mando und möchte natürlich jetzt auch wissen, wie das weitergeht und blibablub. Aber ja. C'est la vie, Sharon, again. Man hat sich halt zu viel auf. Aber diese ganze Kampfchoreografie, vor allem, das kennt man auch so von Robert Rodriguez nicht so. Also diese, gerade wenn ich so El Mariachi oder Desperado oder so angucke, da ist die Kampfchoreografie richtig gut. Ne? Da weißt du genau, wer gerade wo ist und da hat das auch eine gewisse taktische Komponente und so. Aber hier, da war ja völlig Banane. Und dann, es ging ja darum, diese Stadt zu schützen, ja, vor diesen Angreifern. Stattdessen macht man lieber die Stadt kaputt mit allem, was man hat, damit die, weißt du, man zerstört mehr von der Stadt, als man eigentlich retten will. Und dann flüchten sie irgendwo sinnlos hin und verschanden. Ach, diese ganze Endkampfszene, die hat mich sehr geärgert. Deswegen, nee. Ja, und wenn dann war es Zeitlupe. Da hätten sie gleich von oben, hätten sie sagen, okay, wir gehen alle aus der Stadt raus. Also alle, in Anführungszeichen, die Guten gehen aus der Stadt raus, warten, bis die Bösen vordringen und dann schmeißen wir eine große Bombe auf die Stadt oder sowas. Dann haben wir es auch geschafft. Ja. Kannst ja froh sein, dass die Amis nicht dabei gewesen waren und Roland Emmerich sind schon eine Atombombe geflogen. Genau, sonst hätten sie einen ihrer Monde aus der Umlaufbahn entsorgt. Ja. Entschuldigung. Ja, also das war jetzt sehr albern, ich weiß, aber ja. Puh, also ich hatte ja schon so meine Bedenken, weil, wo wir gelesen hatten, dass der die letzte Folge, war ja eigentlich fast klar, wenn er die erste Folge und er die Show betreibt, dann. Aber das, ich weiß auch nicht. Das Einzige, was noch halbwegs cool war, war diese Post-Credit-Scene, wo man dann gesehen hat, in welche Richtung es dann noch geht und wer dann noch so wieder auftaucht und so.
Ja, aber wie es weitergeht, okay. Ich sage ja, das ist alles cool. Und auch welche Entscheidungen gefällt wurden und blablabla. Timothy Olyphant, cool, das mag ich einfach. Den Schauspieler, den mag ich total. Der spielt nicht so die großen Rollen, so diese in irgendwelchen Filmen, so die tragenden Hauptrollen. Das muss er nicht. Die, wo er spielt, spielt er gut. Ja, genau. Der spielt immer so diese coolen Nebencharaktere, wo ich sage, okay, wenn der irgendwo mitspielt, dann ist per se schon mal ganz gut. Echt komisches Ding hier. Aber naja, wir haben ja dann gesehen, wenigstens noch, dass Grogu zurückkommt und hat dann diese Weste angelegt. Jetzt hast du aber richtig gespoilert, Mann. Ich habe jetzt die ganze Zeit drum geschiffert. Also wir sind ja hier im Spoiler-Talk drin. Also wir gehen ja davon aus, dass jemand, der das jetzt hört, der hat die Serie, die Folge gesehen. Wir wissen jetzt, dass er die Entscheidung getroffen hat, dass er mit Mando zusammenbleiben will und kein Jedi wird. Keine Jedi-Ausbildung bekommt. Was natürlich auch wieder ein bisschen schade ist, weil das ja eine Richtung weist, wo man sagt, okay, also wir sehen auf jeden Fall bestimmte Personen jetzt nicht wieder, was vielleicht auch ein bisschen schade ist. Das würde ich auch so nicht sagen. Und zwar überhaupt nicht. Es kommt ja die Serie noch mit Ahsoka Tano und da kannst du Gift drauf nehmen, dass da Mando auch vorbeischauen wird. Und zwar hundertprozentig. Und was halt auch ist, es erklärt dieses, warum Grogu ja bisher nie wirklich groß sein Thema war, auch in den letzten drei Star Wars Filmen. Das heißt, der wird da schon irgendwo rumschwirren. Und ich bin da gespannt. Also deswegen sage ich ja, man hat viele, viele Türen geöffnet, man hat viele Optionen geschaffen. Mal schauen, was so kommt. Ja, wir haben aber auch in der vergangenen Star Wars Historie haben wir auch gelernt, dass jemand, der mit der Macht vertraut geworden ist und die Macht in sich spürt und keine gescheite Ausbildung erhält, dann schnell auch mal abtrünnig wird. Ich glaube aber nicht, dass es mit der süßen Figur Grogu passieren wird, aber wer weiß. Oder so einen dunklen Herrscher, ein dunkler Herrscher Grogu, der die böse Seite der Macht. Ja, dadurch, dass er schlecht beeinflusst wird. Keine Ahnung. Naja, schauen wir mal. Es wird spannend. Als nächstes kommt ja dann die Obi-Wan Kenobi-Serie. Da sind jetzt auch die Release-Dates von den einzelnen Folgen veröffentlicht worden. Also es geht ja dann schon demnächst dann los. Und ich hoffe mal, dass wir dann ein bisschen versöhnt werden. Also ich glaube, die Obi-Wan-Serie hat auch richtig Potenzial. Bleibt zu hoffen. Also Potenzial haben sie ja alle. Also du kannst ja... Also da musst du schon sehr verkacken, wenn du in dem Universum irgendwas Schlechtes abliefern möchtest. Ne? Ja. Mal gucken. Ich gucke gerade hier in der Obi-Wan-Serie die Besetzungsliste. Also Ewan McGregor soll dabei sein. Hayden Christensen als Darth Vader. Ja, das ist klar. Aber ich gucke gerade, wer spielt Obi-Wan eigentlich. Weiß man das schon? Willst du mich jetzt verarschen? Na, ist das. Ist das jetzt gerade eine ernsthafte Frage? Wer Obi-Wan spielt? Naja, Ewan McGregor als älterer Obi-Wan, ja, oder? Nein, Ewan McGregor als Obi-Wan? Ja. Aber der ist ja jetzt auch schon. Ernst? Der ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich dachte, das spielt ein bisschen früher, nee? Ja. Oder machen sie den jung? So wie Luke Skywalker. Die werden den schon jung machen, keine Angst. Gibt vielleicht wie bei Han Solo einen jungen Darsteller, der ihn quasi in jungen Jahren auch spielt. Aber gut, mal schauen. Na ja, gut, dass Ewan McGregor Obi-Wan Kenobi gespielt in den alten, das ist ja klar. Und früher war es, glaube ich, Alec Guinness, ne? Und ich dachte, sie haben da noch einen jungen, weißt du, für die Ja, Kumail Nanjiani spielt den. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Aber es stehen ja hier noch ein paar Personen mit drin, bei IMDb zum Beispiel, wo jetzt noch gar nicht dasteht, wen sie spielen, ja. Zum Beispiel Rupert Friend. Das könnte unter Umständen passen. Aber schauen wir mal. Lach mich nur aus, ich lache dann hinterher, wenn jemand anders Obi-Wan spielt in der ersten Folge. Haha. Das darfst du gerne machen. Also allein bei IMDb steht Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi in 6 Folgen. Du darfst gerne lachen, ja. Hau rein. Schauen wir mal. Okay, dann gehe ich mal kurz hier raus, damit ich hier einen... Achtung. So, das ist dann mein Timecode.
Und ich stelle jetzt mal die Serie vor, Vigil, Tod auf hoher See. Und wenn mir jemand gesagt hätte, dass eine Artes-Serie mich mal so begeistern würde, hätte ich gesagt, du spinnst wo. Aber es ist, die läuft halt auf Arte in der Arte-Mediathek. Es ist eigentlich eine BBC One-Produktion, ist halt irgendwie bei Arte in der Mediathek gelandet. Ist von denselben Machern, die damals diese UK Bodyguard-Serie gemacht haben, die mich sehr begeistert hat. Hattest du die eigentlich gesehen? Nee, du bist nicht so der Serientyp. Nein. Nein. Da gab's, ich dachte erst hier Bodyguard, okay, das ist hier so ein Remake von hier I Will Always Love You und so. Aber die Bodyguard-Fernsehserie ist eine absolut empfehlenswerte Fernsehserie. Gibt's eine Staffel und da geht's halt darum, dass ein Typ kommt aus dem Krieg zurück, ein Kriegsveteran und arbeitet wieder bei der Londoner Polizeibehörde und soll den Innenminister beschützen und dann passiert aber einiges, deckt dann so eine Verschwörung nach und nach auf und von den Machern, das war damals in England ein riesiger Hit, also das haben so viele Leute auf BBC, die Einschaltquoten, die gingen durch die Decke, das hatte so, wenn man es mit Deutschland vergleicht, so Wetten, dass ungefähr die Relation und Vigil ist von denselben Machern, deswegen bin ich da ein bisschen neugierig geworden. Ich habe selber die Serie, ohne sie gesehen zu haben, bei Fortsetzung folgt, auf die Liste gepackt und die werden wir in der nächsten Folge besprechen. Aber hier schon mal für eine kleine Zusammenfassung. Ein Fischtrawler in schottischen Gewässer wird plötzlich von irgendwas nach unten gezogen. Und wir sehen dann auch, es gibt da ein U-Boot, was dort kreuzt in diesem Gebiet, aber dieses U-Boot, was wir sehen, das englische U-Boot, das hat wiederum offensichtlich erstmal damit gar nichts zu tun, aber sie bekommen das mit, dass da irgendwas über ihnen passiert und sie nehmen an, dass vielleicht ein weiteres U-Boot, ein feindliches U-Boot in ihrer Nähe ist und da vielleicht dafür verantwortlich ist, für das, was da passiert ist, dass sie Fischnetze nach unten gezogen hat und den ganzen Trawler. Und auf diesem U-Boot, auf diesem englischen U-Boot, gibt es einen, der das mitbekommen hat. Da gibt es ja immer welche, die so reinhorchen in die See, dann ob sie irgendwelche Schraubengeräusche hören oder sowas. Und der bekommt das relativ gut mit, dass dann auch Menschen ins Wasser fallen und sterben und so weiter. Und er sagt, wir müssen denen helfen. Und der Kapitän sagt aber, nein, wir dürfen hier nicht auftauchen. Wir sind hier ein Atom-U-Boot, wir haben atomare Waffen an Bord, wir dienen der Abschreckung. Wir können jetzt hier nicht einfach auftauchen, dass uns jeder Feind entdecken kann. Und wir müssen die sterben lassen. Und das findet er absolut nicht in Ordnung. Da gibt es dann auch ein Wortgefecht mit dem Kapitän. Und er wird in seine Kabine verwiesen. Und in dieser Kabine wird er dann nach einiger Zeit tot aufgefunden. Es sieht zunächst nach einem Selbstmord aus. Und es wird eine Ermittlerin gerufen, die Polizistin Amy. Und die muss auf dieses U-Boot gebracht werden. Sie sagt gleich, ja, wir müssen den Tatort untersuchen oder wir müssen den Ort untersuchen. Wir brauchen da ordentliche Hilfsmittel. Das U-Boot soll in den Hafen kommen, damit wir das in Ruhe untersuchen können. Das ist ja schließlich ein Todesfall. Und das lehnt aber die Marine ab. Die sagt, nee, auf keinen Fall. Sonst wird ja das exposed, das U-Boot. Und jeder kann es sehen und jeder weiß, wo das ist. Und wir, das ist ja Teil unserer Abschreckungsstrategie. Wir müssen das immer auf See halten, dieses U-Boot. Das heißt, sie wird dann mit einem Hubschrauber dorthin gebracht und muss in dieses U-Boot einsteigen und dort ihre Ermittlungen aufnehmen. Und sie hat selber auch so ein bisschen so ein Packen von Problemen, die sie mit sich schleppt. Und ja, sie fängt dann an, dort zu ermitteln. Und während ihrer Ermittlungen stößt sie auf immer mehr erschreckende Sachen. Und viel mehr will ich mal nicht verraten. Es hat mich auf jeden Fall sowas von gecatcht, so ähnlich wie auch bei der Serie Bodyguard, die auch sehr, sehr gut dargestellt war. Und hier dieses ganze Setting, wo sie anfängt zu ermitteln und dann auch auf diesem U-Boot, diese ganze militärische Drill mit diesen, ja, keiner verrät irgendwas und jeder darf nur so viel wissen, wie er wissen darf und so weiter. War schon jeder isst so viel er kann, sein Nebenmann. Jeder weiß so viel er kann. Echt eine gute Serie, hat mich wirklich komplett gefangen genommen und ich habe die ganzen 6 Folgen, die diese Staffel hat, richtig durchgebinged sozusagen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, gibt es quasi kostenlos, ihr müsst da nicht irgendein Netflix-Abo machen oder irgendwas. Gibt es auf Arte in der Mediathek, auch in Englisch im Original oder auch in deutscher Synchro. Ich werde es mit verlinken. Ich hoffe,
dass es den geschätzten Hörerinnen und Hörern genauso viel Spaß macht, dass die es genauso spannend finden wie ich. Und genau, alles Weitere dann auch in der nächsten Fortsetzung, Folge. Da gucke ich mal, wie es den anderen gefallen hat. Bin da sehr gespannt. Jedes Mal, wenn man was vorschlägt, schlägt es so ein bisschen so ein Spiel, so oh, hoffentlich finden die es gut, nicht, dass sie es total scheiße finden. Ja, also von mir eine sehr, sehr hohe Wertung, 9 Punkte, hat mir echt gut gefallen für eine Serie. Das ist wirklich viel. Ja. Bei Serien. Gerade für dir, wo du manchmal so ein kritischer Geist bist, ist das schon. Ja. Gerade bei Serien ist es so relativ schnell, wenn mich die erste Folge nicht catcht, dann bin ich da ganz schnell raus, wie bei Höhle der Löwen, da bin ich raus. Naja, aber hier. Erik ist also quasi die Höhle der Löwen für Serien, alles klar. Bei Beetle, Tod auf hoher See, das, das hat mir gefallen. Das guckt man mal an, okay. Dann kurz noch Thema Sonstiges, da brauche ich mal ganz kurz irgendeinen Trenner hier, den hier. Damit ich weiß. Aber das passt eigentlich nicht, das Songgeräusch zum Thema Sneakfilm des Jahres. Wir hatten ja auf unserer Gloria Sneak Facebook-Gruppe eine kleine Abstimmung ins Leben gerufen, wo man voten kann für das verkürzte Kinojahr, welcher Film am besten gefallen hat, tatsächlich. Und aktuell führt dort immer noch mit großem Erfolg Cash Truck. Mit Jason großem Vorsprung. Ja. Großem Erfolg. Doppelt so viel Votes wie der Zweitplatzierte. Und der Zweitplatzierte ist der Spion. Zusammen mit Killers Bodyguard 2. Da muss man jetzt auch kurz auch dazu sagen, für mich als Mathelehrer muss er da gleich wieder einschreiten. Das ist auch immer, wie ist der Durchschnitt von der Klassenarbeit? Er ist ja völlig unaussagekräftig. Wenn nämlich jetzt Platz 2 nur eine Stimme hat, hat Platz 1 2 Stimmen, doppelt so viel. Sozusagen, genau. Das ist korrekt. Das ist vollkommen korrekt. Deswegen, wer noch abstimmen möchte, kann das gern tun. Ihr könnt ja auch schauen, wenn ihr jetzt nicht in Stuttgart in die Sneak geht, dann könnt ihr auch schauen, ob ihr da auch einen Film davon gesehen habt, den ihr gut fandet, dann könnt ihr auch gerne voten. Und Spencer hat sogar ein paar Stimmen bekommen und Teils. Teils von jemand ohne Bild. Ja. Ja. Killers Bodyguard 2 und der Spion. Ja. Na, mal schauen. Diesmal waren es ja nicht so viele. Was mich wundert, dass zum Beispiel King Richard hat gar nichts bekommen. Aber man kann ja nur eine Stimme vergeben. Many Saints of Newark. Titan hat komischerweise keine Stimme bekommen. Aber wir hätten. Komisch. Wir hätten noch eine Wahl zum schlechtesten Sneakfilm machen sollen. Aber ich wollte es nicht so negativ. Es ist gerade so viel Negativität in der Luft. Immer wollte ich nur die guten Sachen. Mal schauen, wie lange lassen wir das eigentlich laufen? Bis Ende Februar? Kannst ja bei der Moderation noch mal drauf hinweisen, vielleicht. Ja, jetzt kann ich ja wieder moderieren. Jetzt bin ich mal wieder im Kino. Ich weise in der nächsten Sneak mal drauf hin. Genau, dass die Leute das entdecken, dass es ganz oben ist bei den Featured-Beiträgen, dass sie es aufklappen können. Und dann hauen wir mal ein bisschen was auf unsere Spotify-Playliste, passend zu den Filmen, die wir heute vorgestellt haben. Music. Was hat deins mit dem Film gar nichts zu tun heute, oder? Nee, meins hat gar nichts damit zu tun. Es ist nur immer wieder von einer Band, die es leider nicht mehr gibt, die es leider aufgelöst hat. Die haben sehr viele lustige, auch sehr kleine Konzerte immer wieder gespielt. Von der Band Benzin. Für mich eins ihrer tollsten Lieder überhaupt. Streichholzschachtel Masterplan. Also. Kenne ich gar nicht, die Band. Normalerweise habe ich immer so ein gesundes Halbwissen von allen möglichen Bands, aber die sagt mir gar nichts. Ja, aber es würde mich jetzt echt wundern, wenn du die Band Benzin kennen würdest. Also wie gesagt, das ist kommt ursprünglich aus dem Ulmer Raum. Ulm. Aber wie gesagt, die haben sich um Ulm herum. Meines Wissens nach haben sie sich aufgelöst. Aber ist trotzdem immer mal wieder bei mir, ist so kommen so ein paar Songs von denen einfach. Ja, 2015 haben die sich aufgelöst, schon, guck mal. Kommen immer wieder so ein paar Songs von denen bei mir einfach in den Kopf. Einer davon ist Streichholzschachtel Masterplan. Das andere ist Ich hasse den Herbst. Das auch sehr schön ist. Was heißt, ich hasse den Herbst, weil er den Sommer mit dem Winter verbindet. Aber ja. Benzin, wie gesagt, Streichholzschachtel Masterplan. Es gibt es tatsächlich bei Spotify, nur
habe ich festgestellt, dass die Aufnahme ein wenig, sie ist jetzt nicht die beste Aufnahme, glaube ich, also ist ein bisschen leise, aber trotzdem. Das heißt einfach nur Herbst. Anders. Könnte er lauter drehen, also ja. Das Genre ist Rock/Punk-Rock, das klingt ja schon mal ganz gut. Also ich höre auf jeden Fall mal rein. Ja, auf jeden Fall. Ich lese gerade den Wikipedia-Eintrag, ne? Das ist ja auch ganz, ganz schillernd hier. Die hatten einen ersten Namen, der hieß Mars und dann durften sie den in den USA nicht verwenden irgendwie. Da haben sie sich umbenannt in Uncle Benz, aber mit E, ne, Benz. Und dann haben sie unter dem Namen Sternsurfer die offizielle VfB-Hymne Stuttgart ist eins und wurden, ja, siehst du mal. Das ist ganz verrückt hier. Ich glaube, ich muss da mal reinhören. Coole Sache. Von mir gibt's passend zu Moonfall von R.E.M. Man on the Moon. Und habe mich ja echt gewundert. Zumal ja der bei Independence Day läuft ja von R.E.M. in der ersten Szene It's the End of the World and We Know It. Und hat mich ja gewundert, dass er hier nicht von R.E.M. Man on the Moon genommen hat am Anfang. Aber wahrscheinlich mussten sie ein bisschen an allen Ecken ein bisschen sparen, so mit Lizenzgebühren und so. Ja. Ein wenig. Von mir, R.E.M. Man on the Moon da drauf. Und dann sind wir eigentlich schon durch für heute. Es gab noch einen Kommentar irgendwie, da hat uns irgendjemand in eine Linkliste aufgenommen. Ich habe mir die Seite angeguckt, sieht irgendwie weird aus da. Deswegen will ich da immer nicht näher drauf eingehen. Ich kann das nicht so richtig, ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Es sieht so ein bisschen seltsam aus da, diese Linkliste da. Deswegen, wenn es jemand interessiert, kann er da mal gucken in die Kommentare. Ansonsten. Okay, dann schauen wir mal, ob uns morgen Belfast erwartet oder eine Wanderung über die Pyrenäen oder was ganz anderes in der Sneak Preview und ob wir es vielleicht schaffen, in Uncharted zu gehen in der kommenden Woche oder so. Ich bin sehr gespannt, was ich da tue. So viele offene Fragen einfach. So viel. Und dann haben wir auch noch hier, kriegen wir wahrscheinlich noch einen Rezensionslink. Oh ja. Mal gucken, was uns da erwartet. Oder nee, wir haben ihn ja schon, wir müssen ja nur gucken. Ja, ich hoffe... Seid gespannt, es wird eine spannende Woche, wie definitiv. Immer. Definitiv. Bis dann. Tschüss. Ciao, auf Wiederhören. Der Kinocast.